Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Pickup-Folge und die letzte Folge ist ja schon so einige Zeit her und wenn ich so nach rechts schaue auf meinen Stapel, den ich euch jetzt gleich vorstellen möchte, ist auch so einiges in meine Sammlung reingekommen, ist es so einiges dabei, es sind Switch-Spiele dabei, es sind Geschenke dabei, es sind natürlich auch lose Gameboy-Module dabei und ganz viel Homebrew-Sachen, wo ich mich besonders drüber freue, weil ich finde einfach diese neue, ich nenne es mal Flut an neuen Gameboy-Spielen, finde ich einfach so richtig klasse. Habe ich sehr viel Spaß dran und es ist immer wieder sehr erstaunlich, was da an kreativen neuen Sachen aus den Gameboy rausgeholt werden. Aber da gehe ich natürlich erst später ein. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Switch-Spielen an, die ich wieder bekommen habe. Und zwar zuerst, viele haben es von euch wahrscheinlich schon gespielt, Metroid Dread. Das hat mir der liebe Retro Joe ja verkauft, als er es durchgespielt hatte. An dieser Stelle vielen Dank an dich und hat ja allgemein einen sehr guten Ruf, weil so ein bisschen, glaube ich, so, dass viele enttäuscht waren, dass erstmal so ein klassisches 2D Metroid irgendwie rauskam. Hat viele Fans zuerst so etwas enttäuscht, zumindest gefühlt. Also das ist ja nicht so unbedingt meine Serie, kam es aber wirklich sehr, sehr gut an und das, was ihr davon gesehen habe, ist auch sehr gut. Ich habe leider keine Zeit gehabt, da selber reinzuspielen. Ich weiß, Schande über mein Haupt, muss ich unbedingt mal machen, aber das ist in meine Sammlung gekommen. Ich freue mich ja wirklich mal da, mich mal ein bisschen mehr drauf einzulassen, weil irgendwie für so ein Spiel will ich mir irgendwie viel Zeit und viel Ruhe irgendwie vornehmen, dass ich da auch so voll einsteigen kann und das war noch nicht so der Fall. Ich habe auch noch zwei weitere Switch-Spiele, die habe ich auch noch nicht so reingespielt, muss ich gestehen. Ich habe momentan einfach irgendwie wenig Zeit. Ihr kennt es selber, Arbeit ist stressig, denn mein neues Hobby mit einem Warhammer Miniaturen anmalen, das frisst natürlich ein bisschen Zeit und so ein bisschen energielos ist man ja auch irgendwie jetzt so zu dieser dunklen Jahreszeit, deswegen, ich weiß, Ausreden, aber deswegen kam ich nicht so unbedingt dazu. Dann habe ich noch ein Paket von Limited Run bekommen. Das habe ich, glaube ich, beides im Januar letzten Jahres bestellt und kam jetzt, wie es halt bei Limited Run immer so ist, ich vergesse es immer, dass ich was bestellt habe. Und dann kommt irgendwann ein Paket an. Genauso habe ich es vergessen, als ich diese beiden hier bestellt habe. Und zwar fangen wir an mit To the Moon. Auch leider noch eingepackt. Ich habe es mir geholt, weil das einen sehr exzellenten Ruf hat. Das ist ja so ein sehr narratives Spiel mit Pixeloptik. So eine sehr, sehr rührende Geschichte vor allen Dingen rüberbringen. Und da dachte ich mir, hey, in dieser physischen Version, schön auf der Switch. Bisher war es mir nur bekannt, dass es auf dem PC erschienen ist. Ich glaube, auf den Konsolen, anderen Konsolen auch, bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin ja so, was moderne Sachen angeht, eher auf dem PC unterwegs auf jeden Fall. Dann dachte ich mir, ist auf der Switch wahrscheinlich sehr, sehr bequem und auch sehr intuitiv ja, spielbar. Und To the Moon soll sehr gut sein. Ich freue mich auch da, muss mir mal Zeit für nehmen. Und dann habe ich hier Bloodstained Curse of the Moon 2. Da habe ich ja den ersten Teil schon von Limited Run mir geholt und dachte ich mir, da gefiel mir sehr gut. Das ist ja ein Spiel, was ja sich sehr auf diese alten 2D-Castlevanias irgendwie bezieht und dieses Feeling halt sehr, sehr gut einfängt. Und der zweite Teil bin ich sehr gespannt drauf. Der erste Teil, den habe ich wirklich sehr abgefeiert, weil der einfach vom Gameplay her sehr, sehr gut dieses alte Feeling rübergebracht hat. Und deswegen war natürlich auch der zweite Teil für mich Pflicht, aber auch hier kann ich euch leider keinen tiefer gehenden Bericht geben, was da alles abgeht und was nicht. Das waren meine Switch-Pickups und da würde ich sagen, kommen wir zu den Homebrew-Pickups und wie ihr seht, das sind so einige. Ich fange mal an mit The Shapeshifter von Green Boy Games. Also ich bin ja mittlerweile richtiger Fan von den neuen Green Boy Games geworden. Ich weiß, die ersten sollen wohl nicht so gut sein, die habe ich noch nicht gespielt, aber ab Where is My Buddy, dann hier The Shapeshifter und was jetzt natürlich auch Entwicklung ist, The Shapeshifter 2, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Das, was man da so bei Twitter sieht, ist da auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der Dana, der holt da so einiges aus der
ganzen Thematik raus und aus dem Game Boy vor allen Dingen. Shapeshifter 2 wird ja bald erscheinen, oder was heißt ja bald, es ist in Entwicklung. Das wird das erste Game Boy Spiel sein, was auf zwei Cartridges kommt. Wie diese Mechanik so ein bisschen verknüpft wird, bin ich mal gespannt drauf. Aber ich schweife ab zum zweiten Teil. Shapeshifter habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wo ich das alles vorgestellt habe. Bevor ich jetzt diese physische Version hatte, weil ich einfach euch das mal zeigen wollte, hey, ihr könnt es noch bestellen, weil die Dinger sind meistens halt leider sehr schnell ausverkauft. Ist im Prinzip ein sehr, sehr cooles Adventure-Spiel und die Besonderheit bei diesem Spiel ist, dass ihr zum Rätsellösen euch in andere Tiere verwandeln könnt. Weil ihr bekommt relativ am Anfang des Spiels diese Sonderfähigkeit, dass wenn ihr ein Tier berührt, dann verwandelt ihr euch in das Tier und könnt natürlich auch die Kräfte und natürlich auch die Schwächen denn benutzen. Zum Beispiel habt ihr da Wasser, da wollt ihr irgendwie durchschwimmen, könnt ihr aber nicht. Aber da ist eine Wasserschildkröte. Also berührt ihr die, verwandelt euch in eine Wasserschildkröte logischerweise und könnt natürlich schwimmen. Nachteile gibt es natürlich auch von, ne, nach Motto von wegen, ihr könnt jetzt keine Tür aufmachen mehr, weil wie soll eine Schildkröte eine Tür aufmachen? Und dadurch entspinnt sich halt ein sehr, sehr interessantes Spielprinzip. Kann ich euch wirklich nur sehr wärmstens empfehlen. Denn als nächstes Spiel habe ich von Incube 8 Games Genesis bekommen. Dafür habe ich auch schon ein Video gemacht. Es ist ein Shoot'em'up, ganz klassisch, was mich sehr extrem an Solar Striker erinnert. Ist ein wunderbares Spiel. Das Feeling kommt sehr, sehr gut rüber. So ein bisschen vielleicht als Solar Striker 2 könnte man es so inoffiziell irgendwie bezeichnen, zumindest gefühlt. Hat natürlich auch paar kleinere Schwächen, wie natürlich ist die Musik jetzt nicht auf demselben Level wie jetzt bei Solar Striker logischerweise, hat aber so einige sehr, sehr geile Ideen, wie zum Beispiel, ihr sterbt nicht jetzt sofort, wenn ihr einen Treffer einsteckt. Ihr habt so einen Lebensenergiebalken, dafür habt ihr aber allerdings nur auch ein Leben und nicht mehrere. Und diese Kombination finde ich sehr, sehr geil, weil man kann das Leben natürlich auch mit Power-Ups wieder auffüllen und so weiter, aber dadurch entspinnt sich irgendwie so ein ganz, ganz cooles Spielgefühl irgendwie, was für meine Ansicht nach fluffiger von der Hand geht dadurch und kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Ich habe sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, aber auch wieder Details, ich habe Videos schon gemacht. Noch ein Video gemacht habe ich von Pine Creek, auch von Incube 8 Games, ist ein Game Boy Color Horror Adventure, was vor allen Dingen auch, finde ich, grafisch sehr, sehr geil alles rüberbringt. Auch da habe ich schon ein Premium Homebrew angezockt oder vorgestellt, gemacht. Macht einen sehr coolen Eindruck, ja, so ein bisschen die Geschichtsprämisse ist, hey, ihr seid so das typische Kind in einem relativ kleinen Dorf und eure beste Freundin ist irgendwie verschwunden und ihr findet irgendwie in ihrem Haus eine Art Pentagramm und einen abgeschnittenen Finger und ihr wisst halt nicht, wie das alles zusammenhängt, müsst ihr natürlich ein bisschen nachforschen, vom Okkulten her und so weiter, das ist halt ein sehr, sehr cooles Adventure, sieht natürlich auch so ein bisschen Pokémon-Style-mäßig aus, was ja im Prinzip nie verkehrt ist, kann ich auch wirklich nur sehr, 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 sehr wärmstens ans Herz legen. Denn als letztes Homebrew habe ich mal kein Gameboy Homebrew, sondern ein Game Gear Homebrew euch mitgebracht. Und zwar hat mich der Gute von der DMG Page angesprochen an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Er hatte das irgendwie über und meinte, hey, du sammelst doch Homebrews, hast du nicht Bock drauf? Das ist irgendwie so an mir vorbeigegangen. Das ist mein erstes Game Gear Homebrew. Auch das werde ich euch nochmal irgendwann mal genauer vorstellen, wenn euch das interessiert. Ich habe kurz reingespielt. Es ist ein sehr cooler Arcade-artiges Spiel, wo im Prinzip immer einen Bildschirm habt, ein Labyrinth, wo ihr halt verschiedene Sachen einsammeln müsst. Da gibt es natürlich Gegner, denen ihr ausweichen müsst. Auch hier bin ich mal gespannt, wenn ich da mal ein bisschen tiefer drauf einsteige. Habe ich jedenfalls Bock drauf. Das waren meine Hobos, die es irgendwie in meine Sammlung geschafft haben. Also das wird immer mehr und wie gesagt, ich finde es halt einfach, es macht so viel Spaß, was mit diesem Medium, mit den heutigen Mitteln, ne, vor allem mit diesem Erstellprogramm GB Studio in der neuesten Version, was alles gemacht wird, finde ich einfach klasse, weil das einfach auch mit relativ wenig programmiertechnischen Kenntnissen wirklich sehr, sehr coole Spiele irgendwie erstellt werden können. Und das begeistert mich einfach, dass der Gameboy wirklich nicht stirbt und lange nicht tot ist und dass da jetzt wirklich so viele neue Spiele erscheinen. Finde ich geil. Dann haben es noch zwei OVPs in meine Sammlung geschafft und zwar waren das Weihnachtsgeschenke von meiner besseren Hälfte und da haben wir es so ein bisschen so gemacht, weil sie weiß natürlich, hey, du sammelst ja, aber ich weiß ja gar nicht, was genau ich dir schenken soll und so weiter. Und da habe ich hier einfach auf der Seite Retro Plays, mit dem ich ja jetzt letztens auch ein Gewinnspiel ja zusammen veranstaltet habe, da nutze ich ja diese Wunschlistenfunktion und diesen Link
kann man teilen. Habe ich ihnen einfach gegeben. Hier, guck, das steht auf meiner Wunschliste. Da, bei diesen Spielen kannst du safe sein. Die würde ich gerne für meine Sammlung haben. Ne, wenn ihr auch diese Seite Retro Place benutzen möchtet, so ein kleiner Werbeeinschuber, dann könnt ihr natürlich jetzt gerne auch auf unten den Affiliate-Link klicken. Ne, der gelangt jetzt zu der Seite und das ist eine super Seite mit einem großen Marktplatz und so weiter. Wie gesagt, die habe ich genauer in dem Gewinnspiel-Video vorgestellt. Und wenn ihr auf meinen Affiliate-Link klickt und da was kauft, zahlt ihr nicht mehr und ich kriege eine kleine Provision. Würde mich natürlich auch freuen. Aber auch so, meldet euch mal bei der Seite an. Ist eine super Funktion, diese Wunschliste zu verwalten und auch mit anderen zu teilen, um einfach mal auszutauschen, hey, was suche ich noch? Und die hat mir zwei OVPs geschenkt. Und zwar einmal Othello und einmal Megalith 2, beides richtig coole Spiele. Ich finde, über Othello wird immer so ein bisschen drüber geschaut von mir. Ja, es ist ein Spiel vom Anfang her. Es ist nicht kompliziert. Es bindet halt dieses Brettspiel Othello ab. Das Modul alleine kriegt man auch meistens irgendwie hinterhergeworfen. Aber ich finde das Spiel trotzdem irgendwie sehr interessant, weil es in seiner Einfachheit wirklich wieder so perfekt auf den Gameboy passt. Deswegen feiere ich das total ab. Und Megalith hat mich sehr überrascht. Das ist ja ein Puzzle Spiel, was mit dem Cover nicht so wirklich was zu tun hat, sagen wir es mal so. Ihr spielt eine kleine Kirby-artige Figur und eure Aufgabe ist es quasi, ja, hochgestapelte Blöcke so zu verschieben, dass sie alle auf dem Boden liegen. Problem ist natürlich, dass sie nicht zu weit fallen dürfen, weil sie dann kaputt gehen und so weiter. Aber auch ein wunderschönes, einfaches Spielprinzip, was perfekt auf den Gameboy trifft. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr mal so ein cooles, anderes Puzzlespiel spielen wollt. Aber beide Spiele habe ich auch schon mal einen Test gemacht. Ihr wisst, könnt ihr bei mir sehen. Dann kommen wir zu den Gameboy-Modulen. Und da muss ich erstmal vielen, vielen Dank an den Jackie sagen. Und zwar hat der mir vier Module geschickt. Und zwar von Super Mario Land 2 DX. Das habe ich aber euch mal in meiner ROM-Hack-Folge vorgestellt. Und daraufhin hat er sich bei mir gemeldet und so, hey, ich habe die Dinger auf Modul. Da habe ich mir mal ein paar billig bei eBay geschossen. Hast du mal Bock? Willst du mal welche haben? Meinst du, ja, klar, warum nicht? Ne? Habe ich ihn auch wieder vergessen, dass mir das angeboten hat. Da dachte ich mir schon, hey, gut, da ist irgendwas nicht zustande gekommen. Passt ja auch. Ne? Und dann kam jetzt so kurz nach Weihnachten ein kleines Paket aus der Schweiz sogar bei mir an, mit einer super lieben Weihnachtskarte. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Jackie. Hat mich wirklich sehr gefreut. Eins behalte ich natürlich für meine Sammlung, die anderen werde ich mal so bei Bedarf verschenken. Das ist im Prinzip eine Cartridge, wo dieses ROM-Hack von Super Mario Land 2 DX quasi drauf ist, dass ihr es euch auf euren Game Boy Color spielen könnt. Und im Prinzip ist es eine aufgebohrte Variante von meinem geliebten Super Mario Land 2. Es gab ja diese DX-Version von Link's Awakening, wo im Prinzip das Spiel so auf das Level des Game Boy Colors irgendwie gehoben wurde. Und Fans haben halt dieselbe Kur dann halt auch für andere Spiele gemacht, wie zum Beispiel für Super Mario Land 2. Und deswegen dieses DX dahinter, das symbolisiert so ein bisschen, dass das halt die abgegradete Version ist. Und kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr das Spiel mögt, ist diese aufgebohrte Version natürlich nochmal viel, viel besser. So, und dann habe ich noch so einige normale Module und ich fange mal an mit Xenon 2. Das habe ich auch schon sehr lange auf meiner Wunschliste gehabt. Auch das habe ich mir bei Retro Place relativ günstig geschossen, weil ich mal gehört habe, dass es ein gutes Shoot'em'up ist. Auch da habe ich jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, großartig reinzuspielen. Ich habe mir bisher nur ein kurzes Video angesehen. Sieht sehr, sehr geil aus. Wird also auch von unten nach oben scrollend gespielt. Und das Spiel scheint sehr viel mit seiner Umgebung zu machen. Dass ihr auch schon mal aufpassen müsst, dass ihr nicht links und rechts an irgendwelche Tunnel fliegt und dass ihr da ausweichen müsst und so weiter. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich freue mich schon, wenn ich einen Test davon mache. Wo ich schon einen Quasi-Test gemacht habe, ist R-Type DX. Ne? Jetzt sind wir wieder bei dieser DX-Thematik. Auch das ist die aufgebohrte Version vom R-Type auf den Gameboy. Und R-Type auf den Gameboy hatte ich als Kind, hab's extremst abgefeiert. Ich kam nie weiter, muss ich sagen, weil es ist natürlich so ein normales Shoot'em'up, was halt von links nach rechts gespielt wird. Und die Serie R-Type vor allen Dingen, finde ich, punktet so durch seine allgemeine Atmosphäre, durch seinen Grafikstil, weil das alles so ein bisschen
tech-organisch ist, ne? Die Gegner, das sind schon einmal die Endgegner, die ja sehr fast schon körperhorrormäßig irgendwie rüberkommen. Und das ist einfach klasse. Und das natürlich in einer aufgebohrten DX-Version. Ist natürlich nie verkehrt. Auch hier habe ich leider noch nicht großartig reingespielt. Was mich halt so ein bisschen überrascht, das ist ein schwarzes Cartridge. Das heißt, das geht nicht nur für Game Boy Color, sondern man kann es auch auf den Game Boy spielen. Ne? Weil diese schwarzen Cartridges, die waren so eine Art Zwischending. Je nachdem, in welches Gerät man es steckt, das war es halt angepasst. Als nächstes habe ich hier ein Spiel, was hier in Europa, glaube ich, nie erschienen ist. Und zwar Stop the Roach. Das ist ein sehr interessantes Puzzlespiel. Das wurde mir, ich weiß nicht mehr von wem von euch, aber irgendwann mal empfohlen. Deswegen habe ich es, ne, immer auf meine Retro-Plays-Wunschliste gepackt und letztens drüber gestolpert, dass ich das ja relativ zum okayen Preis ergattern konnte. Und zwar, ich wusste nicht viel von dem Spiel, aber ich fand irgendwie diesen Namen und diese Prämisse gar nicht so verkehrt, weil, ne, Stop the Roach, also stopp die Kakerlake. Und das ist irgendwie ein Puzzlespiel, da kommt natürlich gleich Kopfkino bei den Namen und raus. Und ihr seht es jetzt bei den eingeblendeten Spielszenen, ich wusste nicht, wie man das spielt. Und ich dachte, okay, man hat da so einen Bildschirm, ne, und da sind irgendwie Kakerlaken und ich scheine da irgendwas einsammeln zu müssen. Und habe das irgendwie so gesteuert. Aber das scheint nicht so einfach zu sein, sondern wirklich so ein bisschen rundenweise strategisch zu laufen. Auch hier habe ich leider bisher keine Zeit gehabt, da näher einzusteigen. Aber es scheint dann doch wirklich komplexer zu sein, als ich wirklich gedacht habe. Und das hat mich nochmal positiv überrascht. Und auch da freue ich mich dann schon, wenn ich mal ein entsprechendes Testvideo von mache. Wo ich schon ein Testvideo von gemacht habe, ist Castlevania The Adventure. Das war wirklich noch nicht in meiner Sammlung, weil ich mir dachte, okay, das Spiel ist eher so, das hat nicht so den guten Ruf, da kaufst du für das Geld lieber erstmal andere Spiele, aber ich habe mit dem guten Kurojin einen kleinen Deal gemacht, da war auch R-Type DX und noch gleich noch ein anderes Spiel, was ich euch zeige, mit bei dem Deal drin und dachte mir, komm, ja, zum okayen Preis, her damit in meine Sammlung und das habe ich auch endlich mal einen Test dafür gemacht. Ich weiß nicht, wenn das Video erscheint, ob das Test schon erschienen ist oder erscheinen wird, weil ich produziere natürlich immer gut vor, bin ich mal so gut, was im Petto habe. Und ja, es hat ja ein bisschen das Ruf, das schlechteste Castlevania auf den Game Boy zu sein und vielleicht auch sogar zu der Zeit zu sein. Und ja, also die Ansätze sind gut. Es ist ein Castlevania, das heißt, ihr spielt euren Charakter mit der Peitsche, könnt das upgraden und ist alles okay. Action-Plattformer, kennt ihr, muss ich euch nicht viel zu erzählen. Das Problem ist allerdings, dass das Spiel sehr, sehr langsam ist. Der Hauptcharakter bewegt sich wirklich langsam. Der geht wirklich sehr gemächlich und das nervt. Das verdirbt irgendwie nicht komplett den Spielspaß, aber es stört den Spielspaß, weil es natürlich dann auch Szenen gibt, wo ihr relativ genau springen müsst, ne? Plattformen einlagen, klar. Und das stört das einfach. Und das Spiel wäre cool. Es gibt ja auch einen ROM-Hack, das die Geschwindigkeit extra dann erhöht und auch so ein bisschen die Slowdowns irgendwie rausnimmt. Damit ist das Spiel definitiv besser, aber mein Test bezieht sich natürlich jetzt quasi auf die Originalversion. Nervt halt sehr. Dann als nächstes Spiel, was ich auch von Kurojin gekauft habe, ist Power Rangers The Movie. Ja, zu Power Rangers habe ich ehrlich gesagt nicht so das große Verhältnis irgendwie dazu. Dachte mir, okay, gut, wenn du eh kaufst, einmal Versandkosten bezahlst, hast du noch nicht in der Sammlung, her damit. Was ich jetzt reingespielt habe, war ich sehr überrascht. Das scheint ein wirklich sehr kompetentes Beat'em-up zu sein, was echt gar nicht so schlecht umgesetzt ist. Also auch hier habe ich bisher nur kurz reingespielt, hatte aber durchaus viel Spaß. Wie sich das natürlich jetzt weiter im Spielverlauf entwickelt, weiß ich nicht, werde ich sehen auf jeden Fall. Denn als nächstes habe ich das gute Hayanku Alien. Ich war mir gerade nicht sicher, wie es genau heißt, weil ich kenne es selber. Man hat ab und zu mal einen Gehirnfurz. Hier das Cover sieht natürlich sehr einprägsam aus, aber da steht der Titel nicht drauf. Das Spiel ist ja leider nicht bei uns erschienen, sondern nur in Amerika und in Japan. Ist ein sehr, sehr geiles Puzzlespiel, was so ein bisschen die Umsetzung von einem alten Arcade-Spiel ist. Im Prinzip habt ihr so eine Art, so ein Pac-Man-artiges Labyrinth, wo die verschiedene Aliens rumlaufen und ihr müsst diese Aliens irgendwie loswerden. Und das macht ihr, indem ihr grabt. Ihr habt eine Schaufel und dann habt ihr dann halt ein Loch, was ihr dann grabt. Da fällt das Alien rein. Die Katze hibbelt hier gerade rechts rum, deswegen
nicht verwundert sein, wenn ich mal ab und zu etwas abgelenkt bin. Die Aliens fallen rein und dann buddelt ihr das Ganze zu. Und dann sterben die Aliens. So, habt ihr natürlich ein bisschen Probleme, weil diese Löcher, die buddeln sich in verschiedenen Stufen auf. Ne? Also wenn ihr quasi ein flaches Loch buddelt, das fängt die Aliens nicht und ihr könnt es ja nicht begraben und so weiter. Klingt alles sehr brutal. Und jedenfalls ist es ein sehr, sehr cooles, actiongeladenes, ja, Action-Puzzle-Spiel, will man vielleicht so sagen. Weil man natürlich sehr strategisch vorgehen muss, okay, wo grabe ich die Löcher, wo gehen die Aliens am besten rein und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, ist auch schon Test zu erschienen. Ich weiß, das sage ich jetzt oft, aber... Als letztes habe ich bei den Modulen mir Firefighter geholt. Das habe ich wirklich schon sehr, 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 sehr lange auf meiner Wishliste und wollte schon wirklich sehr, sehr lange haben. Ist im Prinzip wirklich so eine Art 2D-Action-Plattformer, wo ihr ein Feuerwehrmann spielt, logischerweise, wie der Name was schon impliziert. Und eure Aufgabe ist es, in diesem Haus jetzt alle Flammen zu löschen und die Leute zu retten. Ich fand diese Idee schon sehr, sehr geil, aber ich bin irgendwie nie über das Modul gestolpert, habe es jetzt endlich mal geschafft, zu einem vernünftigen Kurs mir zu besorgen. Und auch hier habe ich bisher nur kurz reingespielt, aber das ist so ein Spiel, hey, ich spiele mal kurz rein, um hier mal eine Videoaufnahme zu machen. Und es hat mich so gleich gefesselt, weil es stimmt einfach. Also die Steuerung fühlt sich super knackig an. Das Spielprinzip ist echt super, denn mit verschiedenen Wassermöglichkeiten die ganzen Flammen zu erledigen. Dann gibt es natürlich so Flammengegner, die sich bewegen, feste Flammen, die halt brennen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Also da freue ich mich auch wirklich extremst, da mal tiefer einzusteigen, weil das Gameplay gleich sofort so super sauber von der Hand geht. Also vom ersten Eindruck kann ich euch das Spiel wirklich nur definitiv empfehlen, aber ich schaue es mir natürlich wie gewohnt nochmal genauer an. Ja, das waren so meine Gameboy-bezogenen Pickups. Bei der letzten Folge habe ich ja schon mal so meine Warhammer-Pickups gezeigt. Da bin ich ziemlich eskaliert jetzt im Dezember, sage ich mal. Ich habe auf Twitter ja mal ein Bild gepostet, was da natürlich so verschiedene Battle Forces gibt es da immer. Und also es ist Weihnachten, wo so eine besonders große Armee-Box quasi mit verschiedenen Einheiten relativ günstig gibt. Da habe ich mir zwei verschiedene geholt und so weiter. Das werde ich jetzt hier alles nicht so weiter ausbreiten. Das werde ich so ein bisschen eher so mal so auf Twitter auslagern, auch so die Sachen, die ich bemalt habe und so weiter. Ich denke mal, da ist so ein bisschen das eher passend als hier. Das waren meine Pickups auf jeden Fall. Vielleicht konnte ich euch auch mal inspirieren, dass ihr euch mal ein Spiel, was ich mir auch angeschafft habe, auch holt oder ähnliches. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.